Hallo Freunde, wir haben heute mal eine Kleinigkeit für euch gemacht. Oder eigentlich ja für uns. Aber ihr könnt es ja nun sehen. Aus Papier und einem Rest von meiner Sternfolie. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Ich hatte mir jetzt nach und nach verschiedene Stanzschablonen gekauft für meine Big Shot. Und nun muss ich damit auch unbedingt endlich mal arbeiten. Ich wusste immer nicht, was man damit so machen kann, wenn man eigentlich gar nicht so viel mit Papier arbeitet. Aber es gibt da so Sachen, die kann man natürlich auch mit Papier machen, ohne Karten zu basteln. Das möchte ich heute mal machen, denn wir haben letztens mit dieser tollen Sternfolie gearbeitet. Und da habe ich jetzt immer noch so kleine Restchen über. Und ich habe mir gedacht, das muss man irgendwie verwenden für ja, Teelichter, Windlichter. Und das kann man alles ein bisschen weihnachtlich gestalten. Da ich jetzt bei der Auswahl meiner Stanzen einfach nur auf die Motive geachtet habe und gar nicht darauf geachtet habe, dass man manche so als ganzes Band machen kann, dieses hier leider nicht, muss ich mir, um so einen windlich gestalten zu können, mehrere von diesen Teilen ausstanzen und die dann einfach auf diese Folie aufkleben. Geht auch zu machen. Bisschen umständlicher, als wenn man das in einem Ruck hat, aber es geht alles zu machen. Ich wollte da jetzt auch nicht einfach mit weißem Papier oder schwarzem Papier arbeiten. Ich hatte mir irgendwann mal so ein Glitzerpapier. Ich weiß gar nicht, ob mir das mal eine Freundin geschenkt hat, ob ich das irgendwann gekauft habe. Aber wie ich immer sage, irgendwann kommt der Tag der Tage, dann braucht man gerade dieses Papier. Und da ist mir eingefallen, ich habe hier so ein schönes Silber, naja, ein bisschen glitzerndes, glänzendes, sagen wir glänzendes Papier mit bei. Und daraus stanze ich mir jetzt meine Hirsche aus und dann habe ich gleich einen silbernen Untergrund und nicht einen weißen oder schwarzen halt. Mit so einer Big Shot gehen ja dann ganz filigrane Sachen zu machen. Das würde man mit einem Messer, mit einer Schere irgendwie gar nicht schaffen. Dafür habe ich mir die Teile ja mal gekauft und dann hatte ich immer das Problem, die sind mir auf diesen Platten hier immer so hin und her gerutscht. Dann haben mir Freunde gesagt, kauft ihr doch so eine, wie heißen die, Magnetplatten. Dann habe ich geguckt, Magnetplatte, also wenn ich richtig geguckt habe, 37 Euro, war mir einfach zu teuer. Und ich habe dann, ich auch. Finde ich auch, ja. Und ich habe mir dann diese Matten gekauft, die man eigentlich hier in die Hüllen reinmacht, kann man zuschneiden und in diese Hüllen reinmachen, um da denn die Magnetplatten hier so um diese Metallschablonen aufzubewahren. Ich habe mir das einfach zugeschnitten. Jetzt liegt es hier auf meiner ersten Platte drauf. Und wenn man da jetzt so ein, das hält natürlich wie Huppert, das ist ja nun mal eine Magnetplatte. Ist ja nun mal eine Magnetplatte und die mache ich mir hier drauf. Zack. Leg mir mein Papier da drüber. Die nächste Platte drüber. Und das hält. Da braucht man keine... Bei anderen sehe ich immer, dass man da so Klebestreifen mit Klebestreifen fixieren soll. Oder was auch immer. Das war mir alle zu umständlich. Also ich möchte, dass das einfach funktioniert. Und drauf bleibt die Platte, jetzt schiebt man das hier durch und fertig. Oh, das knirscht aber. Ja, das ist das Durchstechen. Da ich ja jetzt auf keinen Rand oder sowas achten muss, weil meine Teile ja sowieso einzeln ausgestanzt werden, ist doch super. Jetzt hat man hier ab und zu mal noch so ein Teil drin, das schüttelt man ein bisschen aus. Und diese filigranen Teile, die klebt man sich dann auf dieses Windlicht, wo man es hinhaben möchte. Man muss ja nicht bloß mit diesen Sternfolien arbeiten, man kann sich das auch auf ein Glas kleben. Hier natürlich auch sauber machen, diese einzelnen Teile, die hier noch drin sind, mache ich mir über einen Papierkorb hier. Manchmal sind da auch noch so eine kleinen Teile drin, die man nicht rausgeklopft kriegt. Dafür hatte mir eine Freundin ja den Tipp gegeben, kauft ihr so eine Bürste. Dann kann man das einfach rausbürsten und muss da nicht mit so einer Nadel drin rumstochern, um das rauszubekommen. Zack, zack, ist das alles raus. Fertig. Cool. Also man kriegt schon gute Tipps von euch. Super. Und jetzt habe ich ja dann die Folie, auf die meine ausgestanzten Bilder drauf sollen. Die muss ich mir dann irgendwie glatt hinpacken. Und da brauche ich jetzt zwei von diesen Bildern. Und dann habe ich ja hier unten immer so einen Rand frei, weil hier ja nicht der Papierrand mit ausgestanzt worden ist, sondern die Teile einzeln sind. Und da musste ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich das dann am besten hinkriege. Aber das zeige ich euch gleich, wie das dann am besten geht. Jetzt muss ich mir erstmal meine Bilder aufkleben.
Dafür nehme ich mir so einen Expresskleber, damit es wirklich auch schnell geht. Da braucht man auch gar nicht viel von dem Kleber. Sind sowieso nicht viele große Stellen zum Kleben, aber so, dass vor allem auch die kleinen Spitzen dann immer angeklebt werden, da müsst ihr dann unbedingt was drauf machen. Und auch hier bei dem Geweih, da muss was drauf, sonst steht das nachher ab. Dann muss ich das jetzt hier platzieren, so tief wie es geht. Soll ja nicht so viel Rand unten bleiben. Oh, jetzt klebt man das schon an den Fingern. Ansetzen. Kurz eben mal festdrücken, damit das glatt ist, plan ist. So, jetzt sind die meisten Stellen angeklebt. Wenn ihr irgendwo noch eine Stelle vergessen habt, dann muss da natürlich noch mal ein bisschen Kleber hin. Der trocknet auch ganz schnell, dieser Kleber. Also kann man. Und dieses doofe Freie, also ich finde es doof, dass das hier so frei ist und nicht praktisch in einem ausgestanzt also werden konnte. Der Rand, der jetzt zu sehen ist. Der entstanden ist. Oder so. Klugscheißer im Hintergrund. Echt. Da wollte ich jetzt irgendwas hinmachen. Papierstreifen drüber kleben geht, fand ich aber nicht so toll. Aber Glitzer geht doch immer. Und ich habe hier so eine Glitterpaste, die auch wetterfest ist. Aber ihr könnt da natürlich auch jetzt Bastelkleber hin streichen und einfach Glitter drüber streuen. Das geht auch zu machen. Ich habe diese fertige Glitterpaste und dann nehme ich die auch. Die ist ganz edel und die spachtelt man sich dann jetzt hier einfach drauf. Nicht zu dick, braucht man gar nicht. Nur, dass es hier unten schön glitzert. Das sieht dann aus wie Schnee praktisch wieder. Glitzernder Schnee, das ist so edel. Also diese Glitzerpaste ist so cool. Bei dir ist so alles cool, was glitzert. Hauptsache glitzert, ja. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Also man kann sich das in verschiedenen Farben holen. Für mich reicht eigentlich immer Gold und Silber aus. Und dann musst du bloß noch trocknen und dann ist die Lampe eigentlich schon fertig. Wenn du was untergelegt hättest, wären deine Schablonen und deine Unterlage jetzt. Ja, wieder. Gerade eine neue. Ja. Gleich wieder in die Saut, ja. Typisch. Während meine Glitterpaste dann jetzt trocknen muss auf dieser Folie, kann ich euch noch zeigen, dass man das genauso gut mit dem Glas machen kann. Mit dem Glas sieht natürlich auch toll aus. Ich habe mir jetzt noch mehr von diesen Teilen ausgestanzt und klebe die dann jetzt einfach auf dem Glas fest. Da muss man dann jetzt natürlich immer schauen, wie gerade der Rand unten ist von dem Glas. Ich lasse den jetzt unten frei, nehme den als Boden praktisch für meine Tiere, die ich jetzt hier ausgestanzt habe, oder Bäume. Muss immer festgeklebt werden. Der Kleber wird ja durchsichtig, also ist das nicht so schlimm. Und doch hier am Glas kann man dann natürlich jetzt diese tolle Glitterpaste wieder aufstreichen oder eben Kleber und Glitter aus der Tube, Tube, nicht aus dem Glas oder aus dem, was ist denn das immer? Glas ist es ja auch nicht. Aus so kleinen Döschen. Schachteln. Schachtel, Schächtelchen, Döschen. Also es gibt immer verschiedene Wege, um das so zu gestalten. Ich mache jetzt meine Glitterpaste wieder dran und dieses Jahr sind wir ein bisschen so im Silberrausch. Eigentlich wollten wir Goldrausch machen. Eigentlich wollten wir Goldrausch machen, aber ich finde das Silber so edel. Gold sieht auch toll aus. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, aber man kann halt bloß eins machen. Angefangen haben wir mit Goldrausch dieses Jahr. Ja. Aber du bist ja so sprunghaft. Sprunghaft. Meine Folie war ja nun Rest von der Arbeit, die wir letztens gemacht hatten. Von dem schönen Tannenbaum. Und ich habe jetzt erstmal die Breite oder Höhe so gelassen, wie wir sie hatten, um dann mal später zu sehen, wie hoch brauche ich das jetzt wirklich. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist ein bisschen zu hoch, also schneide ich mir hier oben noch eine Kante ab. So, also 5 cm schneide ich mir hier oben einfach noch ab, damit es nicht oben zu hoch leer ist. Jetzt muss ich das Teil bloß noch zusammenkleben. Und dann ist das Windlicht eigentlich schon fertig. Machst du gar keinen Boden oder so? Nee, eigentlich nicht. Diese Folien, Windlichter, stellt man eigentlich nur so hin. Ohne Boden. Man kann einen Boden dran machen. Nur als Deko. Nur als Tischdeko. Als Tischdeko. Da kommt ja dann bloß so ein LED-Windlicht rein. Jetzt muss ich erstmal kurz trocknen. Geht ja schnell. Ist Kerze Express. Kann man aber auch drin machen. Ja, wollen wir ja jetzt. Und jetzt machen wir LED-Licht darin. Nee, eine richtige Kerze kann man da nicht reinstellen, das ist Folie. Da würde ich nicht mit einer richtigen Kerze reingehen. Nee. Nee. Nicht unbedingt. Hitze. Wärme. So,
So, ich muss jetzt hier natürlich schön erstmal zusammenkleben, dauert ein paar Minuten. Und dann könnte man das so theoretisch hinstellen. Ich darf es nur noch nicht dolle biegen, weil es noch nicht richtig klebt. Guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Das ist ein Schild. Was edlet. Ach, unsere, ja, wir haben ja solche Teelichthalter mal gemacht, gegossen, hatten wir euch mal gezeigt. Und da passt das jetzt natürlich hier eventuell drauf, wenn wir Glück haben. Kannst du jeden Untersetzer nehmen als. Ja, da kann man jetzt theoretisch einen Teelichthalter drunter machen und jetzt kann man da eine Kerze reinstellen. Siehst du. Doch eine Kerze. Naja, eine LED-Kerze, keine richtige Kerze. Mach mal das große Licht aus. Wow, das leuchtet aber edel. Ja, jetzt muss man das nur noch irgendwie rund kriegen. Habt ihr da eine Idee, wie man das richtig rund kriegt? Das hat sich so ein bisschen vereiert. Tja, hätte man. Na gut. Ist doch nicht. Ist doch gut so. Hätte man was? Ich wollte sagen, hätte man eine Pappe untergeklebt, aber dann hast du ja wieder nicht das Spiel. Den Spielraum mit. Ja, eine Pappe drunter kleben mit was? Mit Heißkleber ist mit Folie immer schlecht. Die Folie verzieht sich dann immer. Na gut. Aber das Leuchten sieht gut aus. Ja. Und da wir uns gedacht haben, diese eine Kerze da drin sieht nicht so toll aus. Wir möchten lieber mehrere Lichter haben und. Hier geht es ja um den Effekt der Sterne. Ja, um diese Sternchen. Wir möchten mehrere Lichter haben und haben uns dann entschlossen, so eine Lichterkette einfach um eine Klorolle rumzuwickeln, ein bisschen festzukleben. Und wir haben jetzt da eine Lichterkette genommen, die nicht so ein großes Batteriefach hat, also das ist jetzt hier für Flaschen eigentlich, so eine Flaschenlichterkette, Korkenzieher, keine Ahnung, Flaschenlichterkette heißt sie, glaube ich. Und dann kann man das einfach hier reinhängen, hinstellen, diese Teil drüber machen und dann hat man diesen richtigen Sterneneffekt. Jetzt bräuchten wir so ein Ding zum Drehen unter. Jetzt bräuchten wir so ein Ding zum Drehen. Ja, das machen wir nachher zum Schluss. Ah, das leuchtet ja edel, ey. Und da hat man wieder den Effekt mit dieser Sternenfolie. Mann, Mann. Das ist eine gute Idee. Da ist ja auch wieder was super Gutes eingefallen. Ja, diese Sternenfolie wollte ich jetzt nicht einfach so wegschmeißen. Da kann man immer noch was draus machen wieder. An das Glas habe ich dann jetzt hier noch ein paar solche Glitterpunkte gemacht. Da habe ich auch wieder die Glitterpaste genommen und einfach bloß so ein paar Punkte mit dem Stäbchen ran gemacht. Ihr könnt dann natürlich auch Glitterliner nehmen von verschiedenen Firmen, was weiß ich. Ich habe jetzt die Paste gehabt, habe mir damit auch meine Punkte gemacht. Dann muss kann man aber nicht, weil durch das Licht ja schon ein richtiger Effekt da ist. Ja, ich wollte halt noch ein bisschen mehr Glitzer haben. Mehr klar. Mehr Glitzer geht immer. Also dann kann man entweder eine Kerze reinmachen, vielleicht noch eine höhere LED-Kerze als das hier. Ich fand es jetzt noch schöner mit einer Lichterkette und habe mir gedacht, aber irgendwas fehlt da trotzdem immer noch. Und habe ja letztes Mal bei Lidl diese tollen Bänder gekauft für Weihnachten, hab mir gedacht, nur, das wickeln wir hier einfach noch mit rum und kleben das hier noch mit fest. Schönen Abschluss hast. Ja, dass das Glasdingens hier oben, also diese Rillen von dem Glas weg sind, das stört mich immer ein bisschen. So sind die beiden Lampen noch jetzt toll. Also einmal mit dieser 3D-Sternfolie oder einfach im Glas. Ein bisschen was ausgestanzt an Motiven. Ihr könnt auch Engelchen nehmen oder einfach nur Bäume, was ihr gerade so habt. Winterlich oder weihnachtlich natürlich, wenn man das jetzt für den Winter gestalten möchte. Redet mal. Probiert es einfach mal aus. Das sind beides tolle Ideen und ganz viel Glitzer dran macht natürlich die Sache ganz, ganz schön. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Ja, dreh nochmal. Das hat doch in deine Finger gejuckt.